Heute gibt es mein Neuzugänge-Video für den Monat Januar 2018. Der ist ja auch schon wieder rum und ich zeige euch all die Bücher, die bei mir im Januar eingezogen sind. Vorneweg noch schnell einen kleinen Gruß. Ich grüße Anthony König. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Grüße an dich. Toll, dass du zuschaust. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Es sind nämlich ganz schön viele Bücher. Ich wollte ja nach Dezember, also nach Weihnachten, nicht mehr so viele Bücher mir zulegen, aber aus verschiedenen Gründen, die ich euch auch gleich nennen werde, sind hier dann doch 14 Bücher eingezogen. 14, wow, das sind ganz schön viele. Aber ich habe ein paar davon schon gelesen und ein paar davon sind ja für meine 8 für 2018 Aktionen. Das Video ist in der Infobox verlinkt, da werde ich dann nicht so viel zu den einzelnen Büchern sagen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Das erste Buch, was ich mir gekauft habe, ist der Neuzugang aus dem Monat Februar, aus dem Monat Januar, am 2. Januar erschienen. Und zwar von Daniel Cole, Hangman. Das ja, schon mal so ein bisschen so, genau. Das ist der zweite Teil von Ragdoll. Also Ragdoll ist der erste Teil, Hangman ist der zweite Teil. Und insgesamt gibt es drei. Und der hier ist am 2. Februar erschienen. Und ich hatte schon im Dezember mit einem Freund von mir ausgemacht, dass wir den, sobald der erscheint, zusammen lesen. Haben wir auch gemacht. Dazu mehr im Lesemonat. Also wir haben das Buch schon gelesen. Ich kann euch inhaltlich hier zu nur sagen, dass es hier in halb in England und halb in New York spielt und dass wir Charaktere aus dem ersten Teil hier wieder treffen. Aber mehr kann ich euch nicht erzählen, weil das ist halt ein zweiter Teil. Und falls euch interessiert, wie wir es fanden, dann guckt euch noch den Lesemonat an. Der kommt jetzt die Tage online. Also entweder ist er schon online, wenn ihr das seht, dann ist der in der Infobox verlinkt. Oder er kommt noch online, dann werdet ihr das hoffentlich mitbekommen. Ja, das schimmert so ein bisschen. Ich finde ja das Cover total toll. Ich habe mich riesig gefreut, als ich es in der Buchhandlung gesehen habe, weil ja, es ist direkt am Anfang vom Januar rausgekommen. Und es war halt schon seit Dezember geplant, dass ich das kaufe. Deswegen war das jetzt nicht so eine Überraschung, aber das habe ich sofort mitgenommen. Und dann, ja, bin ich wieder mal Opfer der Mängelexemplar-Aktionen geworden. Bei uns im Hugendubel gab es den Mängelexemplar-Tisch und zwar über, ich glaube, 2, 3 Wochen. Also fast den ganzen Januar über stand da dieser Tisch. Ich konnte nicht dran vorbeigehen und ich habe 2 Bücher gefunden, die mich richtig interessieren. Ich habe sie beide noch nicht gelesen, aber ich habe sie mir mitgenommen, weil je Buch 2,99 und die sehen top aus, da ist nichts dran. Das erste Buch ist Die Bienen von Laleen Paul. Ich bin nicht sicher, wie man sie ausspricht. Sie ist Inderin. Deswegen kann es sehr gut sein, dass es hier falsch ist. Das sieht also so aus wie so ein Bienennetz. Ich finde das Cover total toll. Und das Cover war es auch, was dann aus diesem Haufen Bücher herausgestochen ist. Und dann habe ich es mir durchgelesen und ich habe auch reingelesen. Und hier geht es um die Bienen. Also das hier ist die Geschichte eines Bienenstocks aus der Sicht einer Biene. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Verlauf der Geschichte mehrere Bienen haben, also Sichtwechsel. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur die Geschichte von einer Biene. Und am Anfang zumindest, also wo ich, als ich reingelesen habe am Anfang die ersten Seiten, ist es auch ein bisschen aus der Sicht der Imker erzählt. Also dieser Bienenstock, da gibt es, ich glaube, 2 Imker, ein Mann und eine Frau. Und das führt die Geschichte so ein und dann später erfährt man den Rest der Geschichte. Ich weiß nicht, ob man den ganzen Rest erfährt, aber zumindest einen Teil der Geschichte aus der Sicht einer Biene. Und das finde ich total interessant, weil ich liebe Geschichten, die aus der Sicht von Tieren geschrieben sind. Und Bienen ist etwas, womit ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Ich finde aber, dass es Potenzial hat, eine tolle Geschichte zu werden. Von meiner Einschätzung her ist es eher ein langsames Buch. Aber ich finde, es sieht total schön aus und ich finde einfach die Thematik von Bienen, wie sie leben und das sind ja auch Arbeitstiere, super interessant und deswegen musste ich es mitnehmen. Ich werde es auf jeden Fall lesen und das hier, finde ich, ist ein gutes Mai-Buch, ne? Weil so Mai ist so der Frühlingsanfang für mich so ein bisschen und ich glaube, das im Mai zu lesen wäre eine ganz gute Idee. Dann habe ich noch ein Buch von einem Autor, den ich sehr, sehr mag und zwar von Kevin Brooks, Travis Delaney, Was geschah um 16.08 Uhr. Also ein ganz dünnes Büchlein. Oh, warum ist das hier zweigeteilt? Also, ganz dünnes Büchlein. Und ja, das ist so ein Thriller. Hier geht es um einen Jugendlichen, der seine Eltern verliert. Und auf der Beerdigung fühlt er sich dann irgendwie gestalkt. Also er fühlt sich dann irgendwie beobachtet. Und dann passieren nach und nach seltsame Sachen, die ihn das alles hinterfragen lassen. War das wirklich ein Unfall? Wie hängt er mit in der Sache drin? Ja, genau, weil dann nämlich nach und nach so ein paar Sachen passieren, die Chaos in das Ganze reinbringen. Ich fand es klang interessant. Ich habe es hauptsächlich gekauft, weil ich von Kevin Brooks schon ein anderes Buch gelesen habe. Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 2016, das mir richtig gut gefallen hat. Und deswegen habe ich gedacht, das klingt toll. Ich glaube, das ist der erste Teil von 2 oder 3 Teilen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich blende es hier ein, wenn ich es rausgefunden habe. Top Vorbereitung wie immer.
Und ja, ich fand, es klang einfach gut, weil ich auch hier die erste Seite gelesen habe und direkt weiterlesen wollte. Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn die erste Seite so packend ist, dass man denkt, oh cool, da möchte ich weiterlesen. Und es hat nicht so viele Seiten, es ist ein Autor, von dem ich gerne mehr lesen möchte und deswegen habe ich es halt mitgenommen. Genau. Dann war ich eine Woche später nochmal bei den Mängelexemplaren und habe wieder zwei Bücher gefunden, die ich mitnehmen musste. Also die Mängelexemplare haben es mir halt echt irgendwie komplett angetan. Und zwar von Ferdinand von Schirach, Schuld. Ferdinand von Schirach ist ein sehr, sehr bekannter deutscher Autor, der sehr ernste Werke schreibt, die sehr zum Nachdenken anregen sollen und die sehr oft auch in Schulen gelesen werden, eben weil sie oft, nee, sie haben, glaube ich, immer eine Hauptmessage. In diesem Fall geht es halt um die Frage von Schuld und Unschuld und wie man damit umgeht. Und soweit ich das verstanden habe, sind es immer so kurz, ja, so kurze Etappen, kurze Episoden. Genau. Und die beschäftigen sich halt mit der Frage der Schuld und der Unschuld. Und ich finde, das ist ein tolles Thema. Ich wollte schon immer was von ihm lesen, einfach weil, ja, ich finde, wenn man Literatur studiert, kann man sich ein paar bestimmte Autoren ruhig mal ansehen. Und irgendwie hat mich das interessiert, es klang gut und deswegen habe ich es mitgenommen. Das werde ich allerdings nicht lesen, wenn ich gerade von der Uni aus so viel zu lesen habe, weil das gefühlt auch so ein bisschen Uni-Thematik hat. Deswegen, ja. Dann habe ich noch ein Sachbuch. Und damit habe ich mich so ein bisschen selbst überrascht, glaube ich. Und mein Freund ist auch aus allen Wolken gefallen, als ich es gekauft habe. Das ist auch so ein bisschen der Einfluss von meinem Freund, weil er sich sehr, sehr für den Weltraum interessiert. Und dann habe ich dieses Buch gesehen und fand den Titel irgendwie lustig und habe reingelesen und mochte den Schreibstil und habe dann gesagt, ganz ehrlich, warum nicht mal was Neues ausprobieren? Und deswegen habe ich dann dieses Buch mitgenommen. Ich war noch niemals auf Saturn, eine Reise durchs Universum von Michael Büker. Irgendwie finde ich das witzig und ja, hier geht es halt um das Universum und es wird so ein bisschen locker leicht erklärt für, ich weiß nicht, ob es wirklich für Dummies ist, aber ja, genau. Ich weiß halt nur, dass es wirklich so ein bisschen sachbuchähnlich ist, aber halt sehr lustig. Ullstein Verlag kann sowas ganz gut, wie ich finde. Und ich habe halt keine Ahnung vom Universum. Also das ist wirklich so nicht mein Thema. Aber weil mein Freund sich sehr dafür interessiert, habe ich halt gedacht, es wäre ganz gut, wenn ich zumindest ein paar Dinge weiß und wenn ich ein paar Dinge in Zusammenhang bringen kann. Und ich glaube, dass das Buch das ganz gut tut. Und ich erweitere meinen Horizont auch ganz gerne. Also ich werde mir das hier mal durchlesen. Allerdings auch, wenn ich gerade eine Denkpause von der Uni habe, weil so Sachbücher würde ich jetzt nicht unbedingt lesen, wenn ich in der Prüfungsphase bin oder so. Deswegen wird das noch ein bisschen auf dem Sub bleiben. Aber ich habe dann halt auch mal was auf dem Sub, was ganz anderes ist. Und wenn ich halt irgendwie von den ganzen Fantasy-Liebesromanen oder so zu viel bekomme, das klingt jetzt irgendwie falsch, genug habe für eine Weile, dann kann ich halt was anderes lesen, ne? Und dann ist, glaube ich, ein Sachbuch auch nicht verkehrt. Und es klingt gut. Und wenn der Schreibstil locker leicht ist, dann verstehe ich das vielleicht auch. Ist jetzt nicht der Anspruch, der nächste Astronaut zu werden, aber mal sehen, was ich da so mitnehmen kann. Dann habe ich auf Facebook entdeckt, dass jemand dieses Buch verkauft. Und für mich war das der Ansporn, mir dieses Buch zuzulegen. Ein bisschen als Auftakt für die Reihe, damit ich die Reihe dieses Jahr komplett vollständig hier habe und kaufe. Und zwar Wie Blut so rot. Oh. Ja, genau. Von Marissa Meyer. Das ist der zweite Teil der Luna-Chroniken-Reihe. Der erste Teil heißt Wie Monde so silbern. Dann gibt es noch den dritten Teil und den vierten Teil. Und in jedem Teil geht es ja so ein bisschen um eine andere Märchen-Neuerzählung. Aber die haben alle miteinander zu tun. Also die begegnen sich alle und das wird eine große Geschichte später. Und mir hat der erste richtig gut gefallen. Den habe ich aber vor 3 Jahren gelesen. Das heißt, ich bin nicht mehr drin und habe deswegen auch diesen noch auf dem Sub. Weil ich hierbei beschlossen habe, weil das so ein bisschen komplexer ist und so ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung geht, werde ich hier alle 4 Bücher mir nach und nach kaufen. Also ich habe die ersten 2 jetzt schon mal hier und werde mir den dritten und vierten auch dieses Jahr kaufen und diese Reihe dann definitiv hintereinander lesen. Ihr wisst es ja vielleicht, dass wenn ich Reihen lese, dann lese ich sie hintereinander weg. Also ich fange bei einem an und lese sie, bis ich fertig bin. Das geht nicht bei allen Reihen und hier sind ja alle 4 bisher erschienen. Es gibt noch einen Zusatzband, der mich nicht so interessiert. Ich möchte einfach diese 4 Bücher endlich mal komplett lesen, weil ich den ersten so toll fand. Also, obwohl das nicht mein Genre ist, fand ich es wahnsinnig kreativ, was hier mit den Märchen angestellt wurde. Und deswegen freue ich mich total, dass ich den zweiten hier habe. Der wird aber erst gelesen, wenn der dritte und der vierte auch eingezogen sind. Also werdet ihr irgendwann in den Neuzugängen dieses Jahr den dritten und den vierten Teil wahrscheinlich auch noch sehen. Genau. Dann habe ich ein paar Bücher, die bei mir eingezogen sind, für meine 8 für 2018 Challenge. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch das Video angeguckt habt. Wie gesagt, es ist in der Infobox verlinkt. Da stelle ich euch die 8 Bücher vor, die ich dieses Jahr lesen möchte. Und alle 8 Bücher wurden von Freunden empfohlen. Und ich habe jetzt 4 davon hier.
Drei davon sind im Januar eingezogen. Die zeige ich euch jetzt auch gleich nach und nach. Und das erste, was ankam, ist eben dieses hier von Ian Rankin, Verborgene Muster. Ein Inspektor Rebus-Roman, der erste, soweit ich weiß. Also das ist ja so eine Reihe mit 22 Teilen, also ganz schön viele Teile. Und das hier stand eben auf der Liste. Und ich habe es mir bei Tauschticket angefragt. Es sieht top aus. Es ist halt ein sehr dunkler Buchschnitt. Könnt ihr jetzt nicht so gut sehen. Aber ja, ich bin ganz zufrieden damit. Falls ihr wissen wollt, worum es geht oder was ich glaube, worum es geht, dann müsst ihr euch das 8 für 2018 Video angucken. Ich werde hierzu nichts mehr sagen, weil ich mich sonst einfach wiederholen würde. Dann ein Buch, für das ebenfalls gilt. Also hier werde ich auch inhaltlich nichts sagen. Da müsst ihr das Video für gesehen haben. Und zwar von Nele Löwenberg, Sommer der Wahrheit. Also eigentlich Nele Neuhaus mit ihrem Pseudonym hier. Und ein ganz schön fetter Schinken. Das hier ist ebenfalls von Tauschticket und ebenfalls von meinen 8 für 2018, also von einer anderen Freundin empfohlen. Und auch hier drauf freue ich mich schon total. Da ist auch der Zustand super. Da ist nur ein Mängelexemplarstempel drauf. Und ja, es ist leicht rund gelesen, aber solange keine Leserillen drin sind, kann ich immer noch selber welche reinmachen und dann stört mich das auch nicht. Also der Zustand ist auch hier sehr, sehr gut und ich bin froh, dass ich das hier habe. Durch die komme ich jetzt schneller durch, weil ich inhaltlich nichts dazu sage. Dann habe ich ebenfalls auf Facebook, also ich war so ein bisschen Facebook-anfällig, ne? Ich glaube, Januar war so ein bisschen der Kaufmonat. Überall haben mich Bücher angelacht, die ich unbedingt haben musste. Richtig schlimm. Und auf Facebook war dann halt ein Buch, was ich schon so, so lange auf der Wunschliste habe. Also bestimmt schon, ich kann nicht schätzen, aber schon ewig. Und das habe ich gesehen und habe gedacht, ja, muss ich haben. 5 €, alles klar, nehme ich mit. Und zwar Panic, wer Angst hat, ist raus von Lauren Oliver. Hier geht es ja um so einen, ja, um so eine Schulklasse, die quasi Mutproben macht und am Ende kann man Geld gewinnen. Und das hier habe ich auch direkt, als ich es bekommen habe, gelesen. Ich hatte nämlich richtig Lust drauf, weil ich das eben schon so lange auf der Wunschliste hatte. Und dann habe ich es für 5 € bei Facebook gefunden, minimal schief gelesen, aber sonst ist da nichts dran. Und ich war total happy, als ich hier hatte und habe es direkt weggelesen. Also falls ihr dazu mehr wissen wollt, inhaltlich und auch was meine Meinung angeht, dann müsst ihr auch dazu den Lesemonat sehen. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Also, ja. Da habe ich mich auch einfach so gefreut, als ich es bekommen habe. Weil ich halt schon so lange, ne, wenn man Dinge ewig auf der Wunschliste hat, glaubt man manchmal nicht, dass man sie jemals bekommt. Und dann sieht man plötzlich ein Angebot und denkt, ja, jetzt schlage ich zu. Das war jetzt Schicksal sozusagen. Dann waren wir einkaufen und in einem anderen Supermarkt gab es Mängelexemplare. Wofür bin ich so anfällig? Mailing-Exemplare. Deswegen habe ich tatsächlich drei Bücher für je 3,99 € gefunden, die ich unbedingt haben wollte. Also die musste ich einfach mitnehmen. Und das erste ist ein Roman. Und zwar Romeos Schatten von Melinda Taub. Ich finde das Cover irgendwie total schön. Und hier wird quasi die Geschichte nach Romeo und Julia weitererzählt. Also für alle, die nicht wissen, wie Romeo und Julia ausgeht, das tut mir sehr leid für euch. Ich weiß nicht, wo ihr gelebt habt. Die beiden sind ja tot am Ende. Spoiler. Okay, also falls ihr es noch nicht wusstet, dann tut es mir leid, dass ich euch gespoilert habe. Romeo und Julia ist ja so eins der bekanntesten Werke überhaupt. Und ich mochte Romeo und Julia immer total, wobei ich es schwierig fand im Original, aber von der Geschichte her. Es ist aber nicht meine Lieblingsgeschichte, also ne, ich fand's okay. Und dann habe ich gesehen, dass das hier eben das Buch ist, was die Geschichte der beiden Familien danach erzählt. Also ne, für mich vom Gefühl her so ein bisschen wie aufbauende kreative Idee. Und ich fand, es klang total gut, weil ich es liebe, wenn Geschichten, die wir alle kennen, also keine Ahnung, ob es jetzt Märchen sind oder eben Romeo und Julia ist ja auch sehr, sehr bekannt, und da irgendwie durch Kreativität sich was weiter ausgedacht wird, also eine Fortsetzung oder eine Vorgeschichte. Das machen ja ganz viele. Also bei Sherlock Holmes ist das ja auch total im Trend, dass sich ganz viele Autoren Vorgeschichten ausgedacht haben, Spin-offs, ne, und so weiter, die Charaktere in eine andere Welt versetzen und so. Und hier ist es eben so eine Art Fortsetzung, die sich die Autorin hier ausgedacht hat. Also hier fängt es direkt an nach dem Event von Romeo und Julia, dem Buch, und erzählt dann die Geschichte der Montagues und der Capulets. Ha, fast gewusst. Die natürlich verfeindet sind, die dadurch einen schweren Schock erlitten haben und in der Trauer natürlich dann ihre Feindschaft so ein bisschen beilegen. Das hält aber nicht ewig. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man, ja, wie kann man diesen Krieg begraben? Ist das überhaupt möglich? Und ja, was hat das mit der Liebesgeschichte zu tun, die hier noch mit drin steckt? Ich bin super gespannt. Ich finde, es klingt total toll und aufregend und ich habe richtig Lust drauf. Ich weiß nur halt nicht, wann ich zeitlich dazu komme. Aber sobald ich zeitlich dazu komme, werde ich es definitiv lesen. Das ist sehr weit oben auf meinem Sub. Dann noch ein Buch, wo ich erst gedacht habe, es ist ein Fantasy-Buch. Es ist aber ein Ratgeber, sowas in der Richtung. Und zwar von Michael Peinkofer, Das Zauber. Zauberer Handbuch, ne? Das sieht irgendwie aus wie so ein Fantasy-Buch, aber da steht ja drauf, schreib deinen eigenen Fantasy-Roman vorne. Und deswegen ist es auch genau das. Es ist so eine Art Schreibratgeber.
sowas in der Richtung. Weniger Ratgeber, mehr so, ne, umschreibend und mit vielen Beispielen und so weiter. Und hier wird halt sozusagen Schritt für Schritt, wird man Schritt für Schritt an die Hand genommen, wie man die eigene Fantasy-Welt und die eigenen Dinge da erschafft. Also nur für Fantasy-Schreiber, aber ich fand das mal ganz interessant. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen als ja, Zeichen gesehen. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich habe das gesehen und habe gedacht, ich habe schon ewig nichts mehr geschrieben. Ich schreibe aber eigentlich sehr, sehr gerne. Warum probiere ich das nicht mehr? Also ich habe in den letzten Jahren, wenn ich geschrieben habe, nie Fantasy geschrieben. Und dann habe ich gedacht, warum probiere ich das nicht mal aus? Ich nehme das Buch mit. Und sobald ich Ferien habe, also im Sommer irgendwann, wenn die Uni rum ist, werde ich mich mal hinsetzen und dieses Buch durcharbeiten und gucken, ob es mir wirklich beim Schreiben hilft. Einfach weil, ja, weil das für mich so ein bisschen der Ansporn ist, mal wieder was zu schreiben und mal Fantasy zu schreiben, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber ich mag das Genre sehr, sehr gerne und ich habe auch einige Ideen in dem Bereich. Ich würde sie nur nicht unbedingt umsetzen. Also ich bin momentan nicht so der Fantasy-Schreiber, aber ich habe halt gedacht, das wäre doch ganz gut, um mal wieder anzufangen und um auch zu sehen, ob das hier ein Ratbuch ist, was ich vielleicht selber empfehlen kann. Ja, das fand ich sehr, sehr cool. Und dann noch ein Buch, was ich auch sehr passend fand, denn ihr wisst ja vielleicht, dass ich mir Vorsätze, Lesevorsätze für dieses Jahr gemacht habe. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, was ich in der Infobox verlinke. Also falls ihr nochmal sehen wollt, was ich für Lesevorsätze habe. Es sind einige, dann könnt ihr da nachgucken. Und dann habe ich dieses Buch gefunden und habe gedacht, ah, das ist ja irgendwie passend zu meinen Lesevorsätzen. Und deswegen habe ich es mitgenommen, weil ich die Person sehr mag und weil es dazu passt. Und zwar Adele, die Biografie. Oh, das spiegelt jetzt aber sehr, ne? So. Naja, ihr wisst ja, wie sie aussieht, hoffentlich. Adele ist eine meiner Lieblingssängerinnen. Ich finde ihre Stimme wahnsinnig toll. Ich weiß nicht wirklich was über ihr Leben. Ich glaube auch nicht, dass ihr Leben so viel hergibt. Also ich glaube nicht, dass sie das spannendste Promi-Leben überhaupt hatte. Aber ich habe ihr gesagt, ich möchte eine Biografie und eine Autobiografie lesen. Und deswegen war es halt ganz passend, weil ich beides noch nicht hier habe. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich das jetzt mitnehme, habe ich eins von beiden schon mal hier, kann es lesen. Und wenn es mir dann gar nicht gefällt, kann ich mir im Laufe des Jahres immer noch eine andere zweite Biografie holen. Also darüber hinaus geht ja immer. Aber wenn ich schon gesagt habe, ich will eine Biografie und ich finde hier eine für 3,99, die in super Zustand ist, also da ist gar nichts dran, mit ganz, ganz vielen Bildern, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich mag sie, wie gesagt, sehr und ich bin schon gespannt drauf. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Biografie ist, die mir wahnsinnig viel geben wird, einfach weil sie sehr dünn ist. Und ja, Schwarzkopf und Schwarzkopf ist jetzt auch nicht so ein Verlag, wo ich viel von lesen würde. Aber wie gesagt, es war auf meiner Vorsatzliste und deswegen habe ich das auch mitgenommen. Und es ist ja nicht so dick, also das könnte ich irgendwann zwischendurch lesen. Dann hat eine Freundin aussortiert und sie hatte ein Buch, was auch auf meiner Wunschliste stand. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Also ich habe es noch nicht so lange auf der Wunschliste. Und das ist ein Buch, wo ich so neugierig bin, weil es wahnsinnig unbeliebt ist. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das Buch ist halt wirklich, die meisten, die es gelesen haben, hassen dieses Buch. Finden es furchtbar, finden es langweilig, finden es überhaupt nicht gut. Es wurde auch verfilmt und der Film ist ähnlich. Unbeliebt, kann man mal sagen. Und ja, ich fand erstens das Cover total toll. Genau, ich habe es bei Avell mal gesehen. Ich habe ja noch nie bei Avell bestellt, aber ich stöber manchmal durch, um neue Buchempfehlungen zu finden. Bisschen seltsam, aber so mache ich das. Und da habe ich es gesehen, fand das Cover toll und fand es klang richtig gut. Und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, jeder, der das Buch gelesen hat, hasst es und findet es furchtbar. Und dann denke ich mir so, ja, aber das muss ja nicht heißen, dass nur weil jeder das tut, dass ich das auch tue. Und wenn ich finde, der Klappentext klingt gut, und meine Erwartungen vielleicht nicht gigantisch sind, dann kann es mir gut gefallen. Vielleicht gefällt es mir dann wirklich gar nicht. Ich bin darauf vorbereitet. Aber ja, und zwar geht es um Dickicht von Scott Smith. Also ich finde es total schön, weil es hier so geprägt ist. Und weil es halt dieses Grün finde ich so toll. Ach, Wahnsinn. Und hier geht es um Jugendliche, die so eine Dschungelexpedition machen. Also in Mexiko sind sie und die sind dann halt erst im Urlaub, also am Strand, und vier sind das, genau. Das sind Amerikaner. Und dann treffen sie auf einen Deutschen, glaube ich. Ist das ein Deutscher? Ja, genau. Und der Deutsche ist da mit seinem Bruder und der Bruder ist Archäologe, soweit ich weiß, und ist halt aufgebrochen für eine Expedition und nie wieder zurückgekommen. Und dann machen sich diese fünf Jugendlichen halt auf und suchen den Bruder. So. Und ja, das ist ein Thriller, das heißt, da passiert noch einiges in diesem Dschungel und irgendwas Düsteres geht da vor sich. Keine Ahnung, mehr weiß ich nicht. Ich finde nur, dass irgendwie dieses Sommersonne-Mexiko-Flair und diese Dschungelexpedition, ich fand, das klang irgendwie gut. Ich fand wirklich, dass es was für mich sein könnte, aber das ist halt eines der unbeliebtesten Bücher
die ich, glaube ich, je mitbekommen habe. Und deswegen bin ich da vorsichtig, wenn ich es lese. Aber ich bin trotzdem auch, ich fühle mich herausgefordert. So, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ich denke mir halt so, ja gut, aber wenn ich den Klappentext toll finde, dann kann ich trotzdem mal ausprobieren. Und ich habe es halt geschenkt bekommen von der Freundin, was ich super lieb fand. Deswegen tut es mir jetzt nicht weh, wenn ich es nicht mag, dann sortiere ich es halt wieder aus. Also ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe auch noch nicht reingelesen. Ich denke, das ist ein Sommerbuch. Ja. Und dann habe ich noch ein einziges Buch. Oh, 20 Minuten. Ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Und zwar ist dieses Buch als letztes angekommen im Januar und auch ein Buch für meine 8 für 2018. Wie gesagt, ich verweise auch hier wieder auf das Video. Und zwar Der siebte Schwan von Lilac Mehr. Ne, es ist hier so ein bisschen Märchenrichtung und Geschichtenrichtung und ja, es ist wahnsinnig fett. Also dieses Buch ist angekommen und ich habe so einen Schlag bekommen. Ich dachte so, was? Warum ist denn das so dick? Und deswegen werde ich es in den nächsten 3 Monaten nicht lesen. Das kann ich euch relativ sicher sagen. Das kann ich erst im Sommer lesen, wenn ich mehr als 2 Wochen frei habe, weil das schaffe ich sonst einfach nicht. Also das ist wirklich fett. Ich meine, ich habe gehört, dass man sehr schnell durch ist und dass man auch, dass das Buch einen schon mitnimmt. Also ja, dass man schon weiterlesen will immer. Aber trotzdem schrecken mich dicke Bücher ab. Ich bin einfach abgeschreckt, wenn das Buch zu fett ist. Und das Buch ist wahnsinnig fett. Ja. Genau, das war das letzte Buch. Auch da inhaltlich, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, also zu meiner Einschätzung und warum ich mich so drauf freue, dann guckt euch das 8 für 2018 Video an. Alles in der Infobox, alle Videos, die ich hier genannt habe. Und ich werde auch diese Bücher alle nochmal in die Infobox schreiben, falls euch was davon interessiert. Falls ihr da vielleicht näher zu recherchieren wollt oder so googeln wollt, dann habt ihr die Titel und Autoren alle in der Infobox. Es sind, wie gesagt, einige. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich habe ja schon, wie viele habe ich davon schon gelesen? 2. Ne? Habe ich mich jetzt geirrt? Ich glaube, ich habe 2 davon schon gelesen. Dazu erfahrt ihr dann mehr im Lesemonat. Und den Rest hoffe ich bald zu lesen. Also jetzt im Februar nicht, weil es ist Prüfungsmonat. Aber im März habe ich viel Zeit. Und ja, mal gucken, wie es danach wird mit dem sechsten Semester. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber das war's zu meinen Neuzugängen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr davon Bücher kennt, wenn ihr sie gelesen habt, wenn ihr sie auf dem Sub habt oder wenn sie euch einfach generell interessieren von dem, was ihr jetzt gehört habt, dann schreibt mir das gerne in die Infobox. Ich freue mich über eure Meinung. Tschüss!